Fußball ist toll. Wenn meine Lieblingsmannschaft Tor schießt, freue ich mich. Man steht dahinter, auch wenn man verliert. Tore schießen. Das macht mich immer so glücklich. Dass man Freunde kriegt und sich einfach mit anderen zusammenspielt. Ja, das ist auch halt gut für den Körper, man braucht halt Kondition. Und ich finde es toll, wenn man dann auch am Ende gewinnt. Wer ist dein Lieblingsspieler? Fernando Torres und Lionel Messi. Ronaldinho. Arjen Robben, weil sein linker Fuß ist Gold wert und der rettet die Bayern immer wieder. Mein Lieblingsspieler ist Franck Ribéry, weil er so viel dribbelt. Mein Lieblingsspieler ist Hamid Altuntop, weil ich habe ihn auch mal persönlich gesehen und er ist ganz nett. Mein Lieblingsspieler ist Milan Baros, weil er so viel ist, weil er Torschützekönig ist und er ist ganz schnell. Also er kann auch gut tricksen, er hat gute Kondition, deswegen. Welche Position ist am wichtigsten? Torwart und Sturm. Abwehr und Torwart. Der Torwart muss ja die Bälle halten, damit wir keine Tore kassieren und der Sturm muss für uns halt Tore schießen. Der Spieler ist ein wichtiges, weil er das Spiel aufbaut. Fußball auf der ganzen Welt. Also hier die Kinder, die können sich halt Deutschland allgemein kann sich das leisten, Vereine zu eröffnen und in anderen Ländern, zum Beispiel in Brasilien oder Portugal oder so, da können sie sich das nicht leisten, da spielen sie eher auf der Straße. Also wir können auf dem Feld spielen und die in anderen Ländern, die haben halt kein Feld, sondern müssen irgendwo auf Hügeln spielen oder so. Weil die halt dort nicht sehr viel haben, glaube ich, dass sie dann mehr draußen spielen und mehr miteinander spielen und ich glaube, mehr ihre Emotionen ins Spiel hineinsetzen. Türken sind sie irgendwie so aufgeregt, sind immer aggressiv und so. Aber bei Deutschen habe ich noch nie gesehen, dass sie so aggressiv sind. In Brasilien haben nicht die Möglichkeit, wie wir in Deutschland, so in Vereinen und so zu spielen. Ist doch egal, welches Land Fußball spielt. Hauptsache, die können Fußball spielen. Hat dir das Video gefallen? Mehr davon gibt's auf unserem YouTube-Kanal und auf klicksmix.de findest du noch viele weitere Videos, Audios und Spiele. Schau doch mal rein.